Hallo, ihr Quirlinge, die Rangers sind unterwegs im Kartell-Nachtclub, auch genannt Little Vegas. Und wiewohl sie bereits wissen, dass der hier gesuchte Marshall Delgado irgendwo in den Hinterzimmern hinter der Bar, also hier oben irgendwo, tja, möglicherweise sich aufhält, festgehalten wird oder seine Überreste unter einen Teppich gekehrt werden, sind sie doch erpicht darauf, die Sache sehr gründlich anzugehen und werden deswegen mit vollem Körpereinsatz das Bordell durchsuchen. Ja? Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Wir hatten schon hier uns vorgestellt. Ach, Christ. How did he smell tonight? Better than last time. A little. Man, I hate it when they stink. Well, at least he's quick. Ich lese das nicht vor. Du weißt auch wieder schon, vergessen habe schon. Okay, wir haben hier die einzelnen ja, Kämmerchen der einzelnen Prostituierten. Es geht hier los und dann Herz 10, dann Herz Bube, dann kommt hier die Königin, dann kommt hier der König auf der Seite, dann wieder hier das Ass und dann hier hinten der Joker. Da erwartet uns einiges, glaube ich. Wir gucken mal, nicht, dass wir nur in eins rein dürfen, das wäre ja komisch. Aber wir sind ja von der Polizei, wir hatten das alles durchsuchen dürfen. Mach mal auf. Wer steht denn da vorn? Da steht nicht mehr mit vorn, das ist Adrian. Da steht Adrian vorn. Hallihallo. Sieht ja relativ gepflegt. Oh, Teddybär, oh weia. 10 der Herzen. Want to sit with me? Möchtet ihr euch zu mir setzen? Oh, Quan, it's you. 10 der Herzen. Oh, Quan, du bist es. Das ist die hübscheste Frau, die ihr je getroffen habt. Sie legt sich eine Hand auf die Brust, als sie Quan sieht. Hi, 10. Good to see you. Hallo, 10. Schön, dich zu sehen. Quan wird rot wie eine Rose. I'm so happy you're back. I've missed you so much. Can you stay? Ich bin so froh, dass du wieder hier bist. Ich habe dich so vermisst. Kannst du bleiben? Yeah, I'm kind of on duty. Maybe some other time. Ich bin quasi im Dienst. Vielleicht wann anders. Er blickt den Rest von euch an. Yeah, unless you all want to take a break for a while. Also, ihr wollt eine kleine Pause machen? Meinst du jetzt den Rest deiner Ranger? Nein, wir sind hier im Einsatz. Oh ja. Na los, Quan, wir finden schon selbst raus. Und das geht auf uns, was immer es koste. Okay, so könnten wir Marshall Quan vielleicht. Wobei, das wäre ihm das nicht unangenehm, wenn alle das. Na, das. Oder? Aber es könnte unseren Ruf bei ihm steigern. Und wir haben dieses Geld von diesem Junkie. Ihr zwei scheint alte Freunde zu sein. Friends. I hope we are. Freunde, hey, ich hoffe, dass wir das sind. Of course we are, Quan. You are my dearest friend. My island of peace. Das sagt sie bestimmt zu jedem. Natürlich sind wir das, Quan. Du bist mein bester Freund, meine Insel des Friedens. I still have to pay you, though. How real a friendship is that? Was ist denn das für eine Freundschaft, wenn ich dich trotzdem bezahlen muss? It's as real as it can be. More real than it should be. Sie ist so echt, wie sie sein kann. Echter, als sie sein sollte. Das sind Rätsel. You say that, but do you mean it? Du sagst es, aber meinst du es auch ernst? Let me prove it to you. Lass es mich beweisen. Wir haben jetzt keine Zeit dafür. Kommen wir in der Freizeit wieder hin. Ach, ihr wollt doch alle, dass ich das hier wähle, oder? Ich überlege gerade, ob ich es rollenspielerisch rechtfertigen kann. Also Adrian würde so etwas tatsächlich sagen können, Merit nicht. Aber ich habe ja gesagt, Adrian ist noch ein bisschen mehr der Anführer als Merit. Insofern
Na los, Quan, wir finden schon selbst raus und das geht auf uns, was immer es koste. Really? Thank you so much. You might want to get yourselves a drink or play some blackjack. I'm gonna be a while. Wirklich? Das ist... Vielen Dank. Vielleicht lasst ihr euch etwas zu trinken bringen oder spielt ein bisschen Blackjack. Das wird eine Weile dauern. Das gibt mich so an. Er dreht sich zwar Herz 10. Das hat nur $10 gekostet. 10? I... 10, ich... Oh, Quan. It's been so long. Oh, Quan, es ist schon so lange her. Ja. Oh. Don't stop. Don't ever stop. Was war das? I'll miss you. Ich werde euch vermissen. Was war das für ein komisches Geräusch am Ende? Quan, geht's dir gut? Quan, you brought your friends too. I hope you're here to stay for a while. All I need is a little cash and we can spend the whole day together. Quan, du hast deine Freunde mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt eine Weile bleiben. Ich brauche noch etwas Geld und dann können wir den ganzen Tag zusammen verbringen. Nimm unser Geld. Okay, das kann man jetzt offensichtlich immer wiederholen. Wofür ist... That's a shame. Maybe I'll see you later then? Ja. Ja, Punkt. Komm, wir haben noch andere Zimmer hier. Das dauert ja sonst 5 Episoden, bis ich durch bin. Durch alle. Wer immer da drin ist, geh raus. Die Tür ist auch in der Wand. Das ist nicht schick. Was kommt nach 10? Nach 10 kommt der Bube. Richtig. Fingi, willst du da reingehen? Du hast diese Cowboy-Uniform an. Das sieht ein bisschen altbacken eingerichtet aus. Und was sind das für komische weiße Flecken hier überall? An den Wänden und so. Das ist doch nicht zu fassen. Ach so, jetzt habe ich ja gar nicht geschaut. Hier ist nichts, was man mitnehmen kann, richtig? Ach doch, hier Spiegel. Großer Spiegel. Kann man es ihr verdenken? Vermutlich nicht. So, ich denke mal, Adrian geht da wieder rein. Komm weg. You've had the rest. Now, try the best. Du hattest die Reste, jetzt probier das Beste. Mach erstmal sauber. Hey, good looking. Ditch those zeros and get with this hero. Hey Hübsche, scheiß auf diese Nieten, schnapp dir diesen Helden. Von dem Ring an seinem kleinen Finger bis hin zu seiner goldenen Halskette und seiner hautengen Polyesterhose. Sagt alles an diesem Typen, dass er weiß, er kann jede haben und er will dich. Cash up front. I may be easy, but I ain't cheap. Kohle im Voraus. Ich bin vielleicht unkompliziert, aber ich bin nicht billig. Hier gibt es jetzt keine weiteren. Das ist den Helden zu schmuddelig. You'll be back. Ja. That's right. Feast your eyes. Ja, er macht erstmal sauber. Es ist ekelhaft. Also nach dem Buben kommt die Königin. Ja, yeah, I'm back. Ja, Königin, richtig. Maybe you could change me. Oh, Backe. Die steht schon da wie so. So ein Schafrichter. Are you looking at my boots? You haven't earned the right. Was glotzt du so auf meine Stiefel? Dieses Recht hast du dir nicht verdient. Okay, da ist Adrian jetzt. Also da ist die, sie ist bei Adrian genau an den richtigen geraten, glaube ich. Stand there and don't move, kitten. I'm inspecting you. Stell dich dahin und rühre dich nicht, Kätzchen. Ich inspiziere dich. Die in Leder gekleidete Frau kreuzt ihre Beine und lehnt sich vor, während sie ihre Reitgerte auf den Knien balanciert. Hm. You'll do. It costs money for my attention, pet. Pay, and I'll show you the joys of knowing your place. Leises Stöhnen, das wirst du. Meine Aufmerksamkeit kostet Geld, Hündchen. Zahle und ich zeige dir, wo dein Platz ist. Ja, bitte. Nein, danke. Then you are dismissed. Ja, okay. Also außer bei der Lady im ersten Zimmer konnten wir keine näheren Unterhaltungen führen. Und während Adrian hier What a mess you are. Totally untrained. Ja, ist ja gut. Was hast du? Das will ich sowieso nicht haben. Was ist denn das?
Ein sexy Tütü-Zweiteiler der Rampensau. Die gesamte On your hands and knees. Ja, Kultiviertheit Frankreichs in einem Ensemble. Igitt, was ist das? Da sind Gummipenisse oben am Hut. Phallus-Chapeau der Rampensau. Are you looking at my boots? Piss, Baby, Sex, you haven't earned the right. Strumpfbänder und Galoschen. Ich bin dafür, dass wir ihr das lassen und dass niemandem unserer Helden anziehen. Ich möchte, also ich mag niemand, also ich überlege. What a mess you are. Totally nervt untrained. Mich gerade. Wenn irgendeiner unserer Ranger mal so richtig Scheiße baut, dann ziehen wir ihm das an. Dann gehen wir hierher und ziehen ihm das an. Also nicht hier, sondern woanders dann. Na? So. When I'm finished with you, you'll be bound to please. Spielplatzausrüstung für böse Jungs und Mädels. Ja, ein Andreaskreuz, tatsächlich. Okay, wir gehen ja wieder raus, die quatschen mir zu viel. What a mess when I'm finished with you. You'll be bound to please. Nach der Königin ist der bärige König dran. Oje, oje, oje. Oh mein Gott, der steht da im Tanga. Aber er trainiert. Und hier ist es auch wieder. Also gemütlich haben es die Herren aber nicht eingerichtet, oder? Das ist alles so ein bisschen steril. Der hat so als Fußboden hier diese komischen verzahnten Gummimatten, die man aus dem Fitnessclub kennt. Und das ist auch ehrlich gesagt eher ein Fitnessclub als ein. Naja, wir haben was auch immer. 199! 200! 201! Damn, I'm good. Oh mein Gott. I was just warming up. Give me a second, I'll be right with you. Ich habe mich aufgewärmt. Gib mir eine Sekunde und ich bin wieder bei euch. Bei deinem Anblick legt dieses riesige, oberkörperfreie und bemerkenswert behaarte Exemplar eines Mannes seine Gewichte ab. Er verheimlicht sein Interesse nicht und das könnte er auch nicht, selbst wenn er es versuchen würde. Eine deutliche Wölbung ist nicht zu übersehen. Cost money to play with the king. What do you say? Es kostet Geld, mit dem König zu spielen. Was sagst du? Nein. Ah, and the king really needed a workout too. Okay. Want to see what these muscles can do? Nein. Nein, 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 nein. Aber ich guck mal in deinen Spind auf, weil ich mir wünschen würde, das niemals getan zu haben. Oh, eine Kassette. Das ist wichtig für das Teamerrungenschaft. Das müssen wir uns angucken. Er hat auch eine halbautomatische Waffe und zugehörige Munition. Ja, wie war Ablenkungsmanöver und Dringil steckt sich das irgendwie ein. Und zwar genau jetzt. Hail to the king, baby. Time to get sweaty. You ready? Let's do this. Bicep curls. Yeah. One, two, three, four, five. Come on, get it. Seven. 8, 9, 10! Feel the burn! Shoulder press! 1, 2, 3, 4, 5, you know you love it! 9, 10! On your back! Yeah, bench press! 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Who's the king? You are. 20 squats. Yeah. Bust them glutes. 5, 6, 7, 8. Just what the ladies ordered. 12, 13, 14, 15 buns of steel. 19, 20. Love yourself, baby. Yeah, that's what I'm talking about. Let's plank. Das kann ich nicht kommentieren. Wir lassen das so stehen. Gewichtsset. Mal gucken. Zeit richtig aufzudrehen, Kumpel. Und ich denke mal, wenn Drinki hier hinten war, dann haben wir alles gesehen. Katze, komm raus. Das ist gefährlich da drin. Dann haben wir noch das Herzass. Das ist auch wieder eine Frau, so wie ich das verstanden habe. Und der Joker ist wieder ein Mann. Oder ein Ziegelbock, keine Ahnung. Oh, sweetie. Everyone has nerves their first time. Let's try again.
Slowly this time. Aha. Oh, Schätzchen, jeder zeigt beim ersten Mal Nerven. Versuchen wir es noch einmal, diesmal langsam. I know how to do it. I just don't feel like it right now. Hey, who the hell are you guys? Benji Braddock. Ich weiß, wie man es macht. Ich habe gerade einfach keine Lust drauf. Hey, wer zum Teufel seid ihr? Das ist Adrian. Hast du Probleme, Würstchen? Yes. I mean, no. I just changed my mind. And now I'm leaving. Ja, hast du gerade selber gesagt, dass du hier keine Lust drauf hast. Also, er hat, habe ich jetzt vergessen vorzulesen? Nur ein Wort für dich, kleiner Plastik. Ich glaube, das würde Adrian sagen. Nur ein Wort für dich, kleiner Plastik. Bite me. I'm out of here. Leckt mich, ich verschwinde hier. Come back anytime, Benji. School's always in session. Komm jederzeit wieder, Benji. Die Schule hat immer geöffnet. Die Frau auf dem Bett dreht sich zu euch. I know you like what you're looking at. Ich weiß, dir gefällt, was du siehst. Diese Frau trägt ihr Alter wie ein Geschenk. Ihr rosarotes Lächeln ist verschwörerisch. Die wie etwas, das nur für dich bestimmt ist. Sie überschlägt ihre Beine und zieht dabei deine Aufmerksamkeit nach unten. And for a small fee, I'll show you things you had no idea you wanted. Und gegen eine kleine Gebühr werde ich dir Sachen zeigen, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie haben wolltest. Ihr Ausdruck ist hungrig und voller selbstbewusster Erwartung. Jawohl, Ma'am. Nein, danke. That's a shame. I've got a lot I could teach you. Ja, das glaube ich auch. Schaumstoffkeil. Trink hier. Was ist dein Schaumstoff? Come here, honey. You know I'll take care of you. Ein Profi nutzt jeden Winkel. Naja, wir gehen lieber wieder. So, jetzt der Joker. Ich habe keine Vorstellung, was das ist. Ich glaube, da ist auch sehr lange keiner mehr drin gewesen, richtig? Der Joker ist wirklich ein Ziegenbock. Ich hab's geahnt. Ich hab das vorhin nur so gesagt und dachte, während ich sagte, das wird doch nicht so sein. Der hat die ganze Tapete abgefressen. Wie hoch er halt kam. Er kommt auf sowas. Hallo, Joker? Gracious. Do people actually want to... Disgusting. Eine Ziege geht in diesem gut ausgestatteten Raum gemächlich auf und ab. Sie wirkt ausgeglichen und wohlgeformt. Als sich eure Augen treffen, trabt sie spielerischen Schrittes auf dich zu. Die Ziege trägt einen Eimer um den Hals. Jemand hat Joker $10 auf der Seite des Behälters schabloniert. Hast dich zurückziehen. Bäh. Ja. Ich hasse mich für meine Ideen, die dann auch noch umgesetzt werden. Hier gibt's Schrott. Oh, die nächste. Unberechenbarer Joker. Wollen wir uns das wirklich anhören? Ja, wollen wir. Schwarzer Schlamm ist neu. Eine mysteriöse schwarze Substanz, die immer wieder blubbert, klappert und furzt. Du bist dir sicher, dass sie harmlos ist? Ziemlich sicher. Kassette? Oh, hi. Aren't you a sexy little thing? This is my first time. So, how do we do this? Do I just... Oh! Whoa, okay. Take it off? On my knees? Okay. Oh, oh God! Das werde ich auch nicht kommentieren. Vor allen Dingen hier diese Papiertüte mit einem aufgemalten Frauengesicht in einem Loch. Also. Bilder. Hier kommt die Magie ins Spiel, ist die Beschreibung des Bettes. Oder das ist eher der Schlafcouch. Drogenreservoir. Oh ja, das muss man hier brauchen. Disco-Bot-Verzierung. Ah, das ist was fürs Auto. Nehmen wir mal alles mit.
Ist das ja ein Haufen Mist, in dem Trinkiel halb drin steht? Ja, oder wie? Es ist ja ekelhaft. Genau, aus die wahre Couch. Ich glaube, wir haben hier jetzt auch genug gesehen, ja? Es hat sogar ein Gemüsebeet hier. Ach nee, es hat nicht die Tapete von den Wänden gefressen. Ich dachte, das wäre so. Das ist aber eine Landschaft, die man hier hin tapeziert hat. Ich dachte, das Vieh hat die Tapete so weit von den Wänden gefressen, wie es halt hochkam. Aber das ist eine sanfte Hügellandschaft. Wie es jetzt wohl gar nicht mehr gibt. Okay, so. Wir haben Delgado hier nicht gefunden, aber wir können aufrichtig und ehrlich sagen, Sheriff Daisy, dass wir nun wirklich jeden Winkel auch dieses Teils, dieses Etablissements gründlich durchsucht haben. Mr. Lovett and his wife? Ugh, Mr. Lovett's all right, but his wife just stares at you like she's got lasers for eyes. It ain't our fault her husband takes her to a whorehouse. Yeah, she should be glaring at him. Okay, so you don't like them. Are you going to take them? Let's shoot hands for it. Best 2 out of 3. You're on. Okay. Wir gehen. Wir gehen. Ja, wo gehen wir denn hin? Es wurde in den Kommentaren gesagt, ich sollte mich doch mal mit diesen einarmigen Banditen beschäftigen. Deswegen klicke ich da mal drauf. Auf einer blinkenden Anzeige am Spielautomaten steht 1 Dollar, um zu spielen, also 1 Dollar to play. Match 3 wins 5. 3 Neon Cowboys win the 250 Dollar Jackpot. Aha, Schlösserknacken 5. Heble die vordere Abdeckung auf, um im Innen, um zum Innenleben zu gelangen, oder? Also Schlösserknacken wäre wohl das Geld direkt irgendwie zu holen und Nerdkram wäre die Automaten zu manipulieren. Da Adrian gerade dran steht, ist das Adrian? Müsste sein, nicht blau. Dann hacke den Mikrocontroller der Spielautomaten, um die Chancen zu deinen Gunsten zu verbessern. Du findest das Bedienfeld auf der linken Seite der Maschine und verbindest heimlich einige Drähte. Oh, Geld erhalten. Der Jackpot-Mechanismus des Apparats erwacht zum Leben. Gewinner! Schön. Das kann man natürlich jetzt nicht an jedem Automaten machen, das wäre ja zu schön. Take it easy, pals. Mr. Brigo says you're cut off. Okay, der Aufpasser sagt, dass wir nicht nochmal spielen dürfen. Take it easy, pals. Mr. Brigo says you're cut off. Okay, ja gut, aber für 350 Dollar, danke für den Hinweis, das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht gemacht. Aber das war's doch wert. Did you know that I know the no DJ? No more gambling for me. You mean the I learned my lesson. Yeah, my dad reprogrammed it, so we're like super close. So reden wir jetzt mit diesem Breigo will zwar mit uns reden, aber ich glaube, wir sollten vorher ein paar handfeste Beweise haben. Hello again, Red Hats. Hallo nochmal, Rothüte, sagt Charlie Nose. Oh, wir machen erstmal ein belangloses Gespräch. Wir haben einen Typen namens Ken Doll getroffen. Was ist mit diesem Namen? You like it? He used to be a real lady killer. Then he made the unwise decision to double cross Mr. Brigo. So the boys took him into the back room. Haha, gefällt er euch? Er war mal ein echter Ladykiller. Dann traf er die unkluge Entscheidung, Mr. Brigo zu hintergehen. Also brachten ihn die Jungs ins Hinterzimmer. Had him in there for weeks, poor bastard. You could hear his screams clear across town. He came back with a face that wasn't so pretty anymore. And without Master John Goodfellow. Kendall, get it? Sie hatten ihn da drinnen für Wochen, den armen Bastard. Du konntest seine Schreie ganz klar über die ganze Stadt hören. Er kam mit einem Gesicht zurück, das nicht mehr so schön war und ohne Meister John Goodfellow. Kendall, falls ihr versteht. What a revolting story. Was für eine abstoßende Geschichte. Yeah, he didn't like it much either. Especially the ending. Ja, er mochte sie auch nicht, besonders das Ende. Na gut. Wir wissen, dass du Delgado in die Hinterzimmer gebracht hast. Wir müssen da rein.
Well, ain't you a clever seed of red hats? But let's not be rash here, yeah? The only way you're getting past that door is through a hail of bullets. And no one wants that, right? Das solltest du nicht fragen. So etwas sollte man Adrian nicht fragen. Na, ihr seid mir ja eine kluge Gruppe von Hohtüten. Aber lasst uns nichts überstürzen, ja? Der einzige Weg durch diese Tür führt durch einen Kugelregen und das will niemand von uns, oder? Look, it wasn't Mr. Brigo who conspired with the Dorseys. He's not that stupid. But a little bird told me it was someone in our organization. I can give you a name. All you gotta do is prove this guy was acting on his own. Schaut mal, es war nicht Mr. Brigo, der mit den Dorseys gemeinsame Sache gemacht hat. So dumm ist er nicht. Was ich sogar glauben mag. Aber ein kleiner Vogel hat mir gezwitschert, dass es jemand in unserer Organisation war. Ich kann euch einen Namen geben. Alles, was ihr tun müsst, ist beweisen, dass dieser Typ auf eigene Rechnung gehandelt hat. Das ist aber immer noch nicht ausreichend dafür, Delgado zu finden und zurückzubringen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir jetzt, wenn wir mit Brigo gesprochen hätten, ob wir da hinten reingekommen wären, theoretisch. Ah, ist echt schwierig. Also, Adrian hätte überhaupt kein Problem damit, hier einen Angriff zu starten. Aber der wird nicht alleine kämpfen. Und wenn wir hier kämpfen, dann ist hier zum einen der Nachtclubbetrieb erstmal gestört. Sag ich mal ganz, ganz neutral. Und zum anderen ist das vielleicht nicht das, was Sheriff Daisy wollen würde. Was springt für dich dabei raus? Way I see it, everybody wins. You get your culprit, and we don't get in trouble with the law. Once you clear Mr. Brigo's name, I'm sure he'll release Delgado. So wie ich das sehe, gewinnen alle. Ihr bekommt euren Täter und wir bekommen keinen Ärger mit dem Gesetz. Ich bin sicher, dass Mr. Brigo Delgado freilässt, sobald ihr seinen Namen sauber gewaschen habt. Wenn man den Namen sauber waschen kann. Also aus politischen Gründen sieht Adrian hier von einem Angriff ab. Es wird dem Ruf der Ranger nicht gut tun, den einzigen Nachtclub, den es ja weit und breit gibt, im ganzen Staat vermutlich, irgendwie in ein Schlachtfeld zu verwandeln. Außerdem hat Daisy das nicht gesagt, dass wir das machen sollen. Deswegen machen wir das auch nicht. Das ergibt Sinn. Sag uns, wo wir diesen Typen finden. Look for our man McTavish at the machine shop near Pillory Square. I don't care what you do to him. But if you can come back and prove the rest of us weren't involved, I'm sure we can make a deal. Yeah? Also, I didn't tell you this, Red Hats. Ihr findet unseren Mann McTavish in der Werkstatt am Prangerplatz. Am Prangerplatz ist eine Werkstatt, echt? Macht mit ihm, was ihr wollt. Solange ihr beweist, dass der Rest von uns nichts damit zu tun hatte, dann können wir sicher einen Deal machen, ja? Und das hat er nicht von mir, Rothüte. Sag uns doch mal, wo wir mit dem ist. Gut, das fragen wir dann, wenn wir es brauchen. Until next time, Red Hats. Jetzt reden wir mal mit Brigo. Ob das alles in seinem Sinne ist. Ugh, so gaudy, so ostentatious. Ja, das stimmt. G-String Theory, Excess, Express und Nachtclub Vollstrecker. Ich glaube, mit den Ladies können wir nicht besonders gut reden. Was ist das hier für welche hier? Hat eine, was ist das als ein Keulkarpfenteich oder was? I don't know what the boss is thinking running a straight joint. He's leaving money on the table. Marshals would shut us down if we fixed the games. Not with a kickback, they wouldn't. They ain't never said no to a piece of the action. I don't know then. He must have his reasons. I guess so. Unerwarteter Luxus hier oben. Pflanzen, also hier sieht es. Naja, also wäre es nicht mein Stil, aber es hat einen Stil. Welcome to my club.
fucking feet hurt. Ugh, tell me about it. Killing me. I am so tired of just standing here. You know it. Ah, Rangers, what a pleasure. I heard you were in town. It must be, what, 20 years since we crossed paths? Not that any of you would remember that, of course. You were probably just kids when Vargas and Angela Death and the rest helped me save Vegas. Ach, Ranger, welch angenehme Überraschung. Ich hörte, ihr seid in der Stadt. Es muss circa 20 Jahre her sein, seit wir uns das letzte Mal begegnet sind. Natürlich erinnert ihr euch nicht daran. Ihr wart noch Kinder, als Vargas, Angela Death und der Rest mir halfen, Vegas zu retten. Anne, I hear we have you to thank for Cassidy's fine Claudius being back in business. My capos and I thank you. If not for Cassidy's, we'd have to settle for second-rate suits from the bazaar. Und ich habe gehört, dass wir es euch zu verdanken haben, dass Cassidy's feine Kleidung wieder im Geschäft ist. Meine Capos und ich danken euch. Wenn Cassidy's nicht gewesen wäre, hätten wir uns mit den zweitklassigen Anzügen aus dem Bazaar begnügen müssen. But I'm getting ahead of myself. I'm Farron Brigo. Welcome to Little Vegas. My recreation of the glories of the town we lost. Perfect, isn't it? Aber ich greife vor. Ich bin Farron Brigo. Willkommen in Little Vegas, meiner Nachbildung der Herrlichkeiten der Stadt, die wir verloren haben. Perfekt, nicht wahr? Mhm. Angela Death ist ja die, die wir suchen sollen. Das ist ja einer der beiden Aufträge, die wir bekommen haben von den Rangers. Deswegen wird Adrian hellhörig, weil er noch nie hier von ihr gehört hat. Deswegen, du kennst Angela Death und General Vargas? You haven't heard the story? Hey, I'll never forget it. 20 years ago, Vegas was being overrun by robots. A nightmare. Then Angie and Snake and their squad showed up, guns a-blazing, and saved the day. Heroes, every one of them. Helped me consolidate control of the city, too. Ihr kennt die Geschichte noch nicht? Hahaha. Ich werde sie nie vergessen. Vor 20 Jahren wurde Vegas von Robotern überrannt. Ein Albtraum. Dann tauchten Angie, Snake und ihre Truppe auf, mit lodernden Waffen, unsere Retter und allesamt Helden. Haben mir sogar geholfen, die Kontrolle über die Stadt zu festigen. Of course, 15 years later, the robots came back and destroyed everything. But you know all about that. They attacked you too. Natürlich sind die Roboter 15 Jahre später wiedergekommen und haben alles zerstört. Aber ihr wisst ja bereits alles darüber. Sie haben euch ebenfalls angegriffen. Anyway. That shared history makes me happy you're here. I hope you'll enjoy your stay. Diese gemeinsame Geschichte macht mich jedenfalls glücklich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr werdet euren Aufenthalt genießen. Ist dieser Nachtclub legal? Fragen wir nicht, weil ich der Meinung bin, dass das hier ganz offensichtlich legal ist. Der ist mitten in der Stadt. Und es hieß von Daisy oder wem, dass der Patriarch das hier genehmigt hätte. Tja, die Antwortmöglichkeiten gefallen mir alle nicht so richtig, aber am ehesten wirklich das oben. Weil einen gewissen Stil kann man ihm nicht absprechen. Ja, es gibt hier schmuddelige Zimmer, aber im Großen und Ganzen ist doch hier recht gediegen. Danke, du hast der Stadt viel Klasse verliehen. I'm glad you think so. You should have seen it 5 years ago. Nothing here but the walls, and half of them were falling down. We really worked hard to get where it is today. Es freut mich, dass ihr so denkt. Ihr hättet sie vor 5 Jahren sehen sollen. Hier waren nichts als Wände und die Hälfte davon war heruntergekommen. Wir haben wirklich hart gearbeitet, um es so weit zu schaffen. But enough about me. How are things with the Rangers? Is General Vargas still in charge? I'd love to give him my regards. We owe him and his team a lot. Aber genug von mir. Wie geht's den Rangern? Hat General Vargas immer noch das Sagen? Es wäre freundlich, wenn ihr ihm meine Grüße ausrichten würdet. Wir schulden ihm und seinem Team eine Menge. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, ihn hier anzulügen.
Zumal er das ohnehin vielleicht sogar schon weiß. Wer sagt denn, dass er das, dass er wirklich nicht weiß, was mit Vargas ist? Also es scheint ja so, dass Vargas in Wasteland 1 oder 2 offensichtlich nicht mehr lebt, weil seitdem wir hier Wasteland 3 spielen, ist ja General Woodson hier der Oberkommandierende. Insofern, es tut uns leid, dir das mitzuteilen, aber Vargas ist tot. Sein Opfer hat dir doch ganz Arizona gerettet. Damn. I'd heard rumors, but... Well, I'm not surprised that's the way he went out. A hero to the end. Verdammt. Ich habe die Gerüchte gehört, aber... Nun, es überrascht mich nicht, dass er uns so verlassen hat. Ein Held bis zum Schluss. Thank you for telling me. I'll raise a glass in his honor tonight. Danke, dass ihr es mir gesagt habt. Ich werde heute Abend das Glas zu seinen Ehren erheben. Now, what can I do for you? Nun, was kann ich für euch tun? Das ist ein Gemälde hinter dir. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber wir fangen mal belanglos an. Erzähl uns von Little Vegas. I know any attempt to recapture the past is doomed to failure. But I had to try. It's not quite Vegas, but it's close. And since I can't go back, this will have to do, won't it? Ich weiß, dass jeder Versuch, die Vergangenheit zurückzubringen, zum Scheitern verurteilt ist. Aber ich musste es versuchen. Es ist zwar nicht Vegas, aber es ist nah dran. Und da ich nicht zurückgehen kann, muss das wohl reichen, nicht wahr? And besides, the customers don't know it's a pale imitation. To them, this is paradise. All of Sin City behind one door. Außerdem wissen die Kunden nicht, dass es sich um eine schlechte Kopie handelt. Für sie ist dies das Paradies. Alles aus Sin City hinter einer einzigen Tür. Wieso bist du nach Colorado umgezogen? Like I said, 15 years after the Rangers saved us, the robots came back. Deadlier than before. We held out as long as we could. But without help from the Rangers, the end was inevitable. Wie gesagt, 15 Jahre nachdem uns die Ranger gerettet haben, kamen die Roboter wieder, tödlicher als zuvor. Wir haben so lange durchgehalten, wie wir konnten, aber ohne die Hilfe der Ranger war das Ende unvermeidlich. As to why we came to Colorado? Well, we heard some rumors of the good work the Patriarch was doing out here, creating a stable, prosperous society. That's exactly the kind of environment a business like mine needs to flourish. So we packed up our roulette tables and hit the road. Und warum wir nach Colorado kamen? Wir hatten von der guten Arbeit des Patriarchen gehört. Es hieß, er würde versuchen, eine stabile, glückliche Gesellschaft zu schaffen. Genau die Art von Umgebung braucht ein Geschäft wie meines, um zu erblühen. Also packten wir unsere Roulette-Tische ein und kamen her. Was ist das für ein Gemälde hinter dir? Ah, yes. Had that painted for my office back in Vegas. Before the robots came. Not a bad likeness, eh? Ah ja, das habe ich damals für mein Büro in Vegas malen lassen, bevor die Roboter kamen. Kein schlechtes Porträt, oder? Wahrnehmung 4. Das Bild wurde in Auftrag gegeben, bevor die Roboter kamen. Das ist 20 Jahre her. Wie kommt es, dass du keinen Tag älter aussiehst? Thank you, Rangers. That's very flattering. But really, it's not so much that I have an age, but more that the cares and woes of running Vegas back then made me old before my time. Since I've come to Colorado, I feel 20 years younger. Danke, Rangers, das ist äußerst schmeichelhaft. Aber tatsächlich alterte ich durch die Sorgen und Probleme von damals nur vor meiner Zeit. Seitdem ich hier bin, fühle ich mich 20 Jahre jünger. Wir helfen den Marshals bei einer Untersuchung. Könntest du ein paar Fragen beantworten? Certainly. Natürlich, fragt. So. Arschkriecher 3 wäre Kwon. Du bist ein Mann mit Verbindung. Weißt du, wer den Dorsis in Stadt geholfen hat? Das sollte man vielleicht tatsächlich fragen. Wir fragen erstmal so, als wüssten wir doch gar nichts von unten, Charlie. Also, du bist ein Mann mit Verbindungen. Weißt du, wer den Dorsis in die Stadt geholfen hat? What? I don't want those kind of connections. Murder in the streets is bad for business. If I were you, I'd be looking for someone with a grudge against a patriarch.
Not exactly a short list, I know, but... Was? Ich will diese Art von Verbindungen nicht. Mord auf der Straße ist schlecht fürs Geschäft. Und genau aus diesem Grund habe ich unten schon gedacht, dass er eigentlich kein Interesse daran haben kann, dass die Dorseys hier alles in Schutt und Asche legen, beziehungsweise möglicherweise sogar die Kontrolle übernehmen, weil mit dem Patriarchen hat er hier ein Arrangement, dass er hier Geld verdienen kann und die Dorseys würden all das möglicherweise in Frage stellen und ihn hier kurzerhand enteignen und einen der Dorsey-Geschwister hier auf seinen roten Ledersessel setzen. Insofern ist das durchaus nicht logisch oder sehr unlogisch, dass er hier den Dorseys geholfen haben sollte, in die Stadt zu kommen. Aber wir wissen es noch nicht genau. Also, Mord auf der Straße ist schlecht fürs Geschäft. Ihr sucht jemanden, der einen Groll gegen den Patriarchen hegt. Nicht gerade eine kurze Liste, ich weiß, aber... Jemand hat uns gesagt, dass McTavish die Dorseys in die Stadt gelassen hat. Er arbeitet für dich, oder? He does our jobs for me. But he's his own man. He has his own business. I don't keep tabs on him, if that's what you're asking. Er hilft mir hin und wieder mit Kleinigkeiten, aber er ist sein eigener Chef. Er macht sein eigenes Geschäft. Ich behalte ihn nicht im Auge, wenn es das ist, was ihr wissen wollt. If he's the one who let in the Dorseys, then do what you need to do. Bastard's a traitor. Wenn er es ist, der die Dorseys reingelassen hat, dann tut, was ihr tun müsst. Der Bastard ist ein Verräter. Themenwechsel. What a shame. Nothing I like more than a good grilling. What else can I do for you? Was für eine Schande. Es gibt nichts, was mir so gut gefällt wie gutes Grillen. Wir sind nicht am Grillen. Was kann ich sonst für euch tun? Ja, auf Wiedersehen. Good luck. Viel Glück. Und mit dir kann man nicht reden, oder? I'm gonna hogtie you and make you squeal like a pig, boy. Ja. Okay, lassen wir mal so. Also offensichtlich ist er hier auch in jeder Richtung interessiert. Hier tanzt eine Dame, da tanzt ein Herr. Naja, also kein Kostverächter, an dem was er kriegen kann. Und das Bildchen gucken wir uns noch mal näher an. Dieses Porträt ist 30 Jahre alt, aber Mr. Brico sieht noch genauso aus. Ein Vampir. Ein Cyborg-Vampir. Wer weiß schon. Hallo, String. Let's discover our coefficient of friction. Lass uns unseren Reibungskoeffizienten ermitteln. Das hatte zumindest einen gewissen Stil. Das hätte Adrian jetzt interessant gefunden. Hey, you and Sophie should come over after work tonight. Gina's making steaks. I can't tonight. Gotta do a little job for the boss. Ich lasse Trink immer noch in jede Ecke schauen, was noch relativ groß ist hier. Er könnte zum Beispiel im Karpfenteich irgendwas sein. Aber ich glaube, hier haben wir keinerlei. I don't know what the boss is thinking running a straight joint. He's leaving money on the table. Also müssen wir uns mal mit diesem Typen unterhalten, mit diesem Travis. Machen wir auch gleich. Also raus mit euch. Also es hieß, dieser Typ hätte seine Werkstatt am Prangerplatz. Da wäre mir aber keine Werkstatt aufgefallen. Eine Werkstatt hätten wir hier hinten, aber es war eine Arapaho-Werkstatt. Hier hatte ich aber auch niemanden, der so hieß. Also wen suchen wir? McTavish in der Werkstatt der Innenstadt gegenübertreten. Laut Charlie Lowe's ist der wahre Verräter einer von Brigos Schlägern, McTavish. Wenn wir McTavish dazu bringen können, zuzugeben, dass er allein gehandelt hat, wird das Brigo von seinen Missetaten freisprechen. Und wir können diese ganze Sache friedlich lösen. Wir finden McTavish in der Werkstatt in der Nähe des Prangerplatzes. Naja, da das hier nicht groß ist, sollte der Prangerplatz ja dann eigentlich direkt an die Werkstatt grenzen, oder? Ah, da ist die Werkstatt, haben wir doch schon gefunden. Also... Mit anderen Worten, ich navigiere da mal hin. Das ist welche hier. Ist das richtig? Da ist der Pranger. Und dann ist das hier die Werkstatt. Also, alle Heldis bitte mal
hierher. Na dann. Ich bin sicher, nach Werkstatt reisen zu möchten. So, hier könnte es auf die Schnauze geben, richtig? Ein räudiger Köter. Die sind erstmal nicht böse. Oh, explosives Fass. Das sieht doch schon mal sehr nach einem Kampfplatz aus. Au, wei, wei, wei. Speichern. Geht mal rein. Hier ist so ein Geschützturm. Wir könnten hier vielleicht da ausschalten. Mechanik 1. Wo ist denn dieser Travis? Also seid ihr böse oder seid ihr nicht böse? Ihr habt eine weiße Umrandung, keine rote. Also kann ich mit euch reden, glaube ich. Ach, ich gehe mal in Richtung dieses Generators so ganz. Oh, look! Oh. This time the Marshal sent substitutes to shake us down. Well, you stand-ins get one warning. Fuck off or get fucked up. Okay, wir werden keine Freunde. Was für eine coole Rüstung. Oho, diesmal haben die Marshals Vertreter geschickt, um uns den Arsch aufzureißen. Ihr Aushilfskräfte hört jetzt gut zu. Entweder ihr verschwindet oder wir sorgen dafür, dass ihr verschwindet vom Erdboden. Wir wollen nur mit McTavish reden. Na, Adria hat vorhin schon einen Kampf vermieden, weil es dafür sehr gute Gründe gab, das zu tun. Hier gibt es diese Gründe nicht. Angreifen. Wenn ihr uns nicht aus dem Weg geht, werden wir euch eben aus dem Weg räumen. Yeah, right. We warned you. Fuck 'em up, boys. Ja. Du kämpfst natürlich nicht alleine, du Held. Alles da. Wir haben euch gewarnt. Schnappt sie euch, Jungs. So. Stark gepanzerte Gegner. Flammenwerfer und Granaten statt Messer und Pistolen. Okay. Wow, wow. Wow, 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 wow. Oh, also, kann man eigentlich im Kampf auch das Ding? Ah ja, das kann man auch im Kampf ausmachen. Das ist natürlich mal schon mal schön, weil Arek da schon mal ein bisschen in der Nähe steht. Wir haben hier ein explosives Fass. Da steht, dieser doofe Köter steht in der Nähe. Und weil der die ganze Zeit kläfft, ich betone ganze Zeit, kriegt da, dann kriegt doch Arik auch was von ab, oder? Er ist zwei Felder entfernt. Ach, Arik, komm. Kannst du denn nicht, liebes... Du bist tatsächlich außer Reichweite. Du willst mir wirklich sagen, dass du da außer Reichweite bist. Ach, weißt du. Eins vor. Können wir den doofen Hund einfach erschießen? Wie viele Punkte hast du noch? 6. Naja, so viel zum Thema. Arik bekommt da nichts davon ab. Toll. Also Arik hat eine Rüstung von 24 und kriegt genauso viel abgezogen wie dieser Köter. Das soll mir mal einer erklären. Das halte ich jetzt echt für ganz, 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 ganz erklärungsbedürftig. Naja, du gehst auf jeden Fall da dahinter. Und verteidigst dich. Merit. Einer muss diesen Scheiß rein. Wenn du den deaktivierst, dann haben wir ein Problem weniger mit dem Geschützturm, der richtig viel Aua macht. Das heißt, Merit müsste eigentlich dich verarzten. Richtig oder falsch? Irgendwann müsste diesen Köder noch aus dem Weg schießen. Adrian nicht, das ist eine Verschwendung von seinem Zug. Du wirst diesen Köter treffen! Verknipperung. Okay. So.
Hast auch die falsche Waffe gehabt, ist egal. Muss eigentlich dringend hier. Ach, du stehst hier vorne, das ist sehr interessant. Trotzdem, wird erstmal Merit sagen lassen, dass er... wir müssen das anders machen. Wir müssen das so machen, dass du das bekommst. Geh hin und verarzte Arik. Jetzt. Okay. Das war Merits Zug. Jetzt haben wir das Problem, dass da noch so ein Typ ist. Den müsste vielleicht Abrion ausschalten. Dummerweise steht Abrion dann komplett vorn. Was ja eigentlich so nicht sein sollte. Und Dringi sollte auch nicht vorn stehen. Aber ich muss dieses Ding ausschalten. Oder kann Arik... Also da steht ja dieser Typ im Weg, leider gerade. Geht das da auch ohne? Oder wie machen wir das? Ach, du kannst da rumherum laufen. Dann geh doch erstmal drumherum. Okay, ich wollte gerade sagen, was machst du da jetzt? Alles klar, also du bist erstmal sicher. Wir sollten uns tatsächlich ein bisschen erstmal verbarrikadieren. Es ist verlockend, hier jetzt einen auszuknipsen. Warte mal, das ist ein Nahkämpfer, richtig? Das ist ein Nahkämpfer, genau. Aber der kann mega Schaden machen. Aber es steht ja auch Arik dort hinten. Der wird erstmal die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und er ist ja gepanzert. Und Merit steht auch... Also ich wage es mal mit Adrion einen zu knipsen. Und zwar den da. Der scheint eine Art Fernkampfwaffe zu haben. Gut. Hast du 3 AP gewonnen. Mit denen kannst du dich sogar in Sicherheit bringen, was du auch tun solltest oder nicht tun solltest. Überlege ich mir noch. Wobei ich dafür nicht viel Zeit zu überlegen habe, weil nur noch Dringier dran ist. Und der hat diese Knarre. Was war das für eine? Das ist die mit den Energiezellen. Die ist nicht gut. Das da ist wahrscheinlich besser für die Gegner. Triffst du sowieso nicht. Du kannst zweimal angreifen und dann um die Ecke flüchten, weil du hast ja auch keine Rüstung. Ja. Ja, ist okay. Im Rahmen deiner Möglichkeiten. Jetzt geht dort dahinter. Deine AP weg. So, ja, Adrion. Eigentlich... Ja, nehmen wir an, dass Mietzerich hier angreifen wird. Abion da stehen lassen. Er hat ja immerhin eine Rüstung von 12. Das ist ja mehr, als er hier hat. Ich bin mal mutig und lasse ihn hier stehen und gebe ihm seine seine Züge mit in die nächste Runde. Mann, war der schnell. Das lief jetzt nicht schlecht. Adrion hat ein bisschen angesteckt. Und vor allen Dingen, Arik hat überhaupt nichts abbekommen. Die Panzerung ist zu heftig, um seine Schüsse durchkommen zu lassen. Das ist sehr erfreulich. Das heißt, solange der hinten steht, muss ich mir erstmal hinten keine Sorgen machen. Sorgen machen muss ich mir um den Typen hier vorne, um diesen Rowdy und um auch diesen zweiten vor allen Dingen. Adrion, es ist wohl relativ sicher, dass du auf ihn hier schießen wirst, weil du da am meisten Schaden machst, und zwar ordentlich. Du brauchst 6 Punkte, um das zu tun. 59% die Chance steigt, wenn du weiter nach hinten gehst. Das ist gut.
Dann tu genau das. Dann kann ich dir sogar einen Präzisionsschuss noch gönnen. Macht es irgendwie Sinn, was anderes zu tun? Nee, du gehst nach hinten und dann hast du noch 6 Punkte übrig, um einmal zu schießen. So. Präzision auf den. Und die Birne ist offensichtlich ungeschützt, also Birne. Na, reden wir jetzt nochmal? Du Arsch. Und jetzt hast... Warum hast du jetzt deine Punkte wieder? Ich meine, ich freue mich, aber ich finde es komisch. Dann schieß halt nochmal. Oder ist es nicht besser, den da auszuknipsen? Da steht aber Major Tom davor. Die anderen sind alle zu weit weg. Das ist Arek, das hab ich gesehen. So, machen wir das lieber so. Und er darf aufsteigen. Und Major Quan auch, aber dazu später. Du hast diesen Revolver, der auch relativ viel Schaden macht. Du kannst einmal dahin gehen. Also 7 Punkte und du kannst jetzt 2-mal schießen. Das sollte doch auch ordentlich Schaden machen auf ihn, wenn du triffst. Du triffst. Ja. Und dann gehst du hier wieder in Deckung. Merit, kannst du ihn einfach aus den Schuhen hauen? Geht das? Wer weiß, was ist das eigentlich? Donnerschlag. Es ist vielleicht sogar ein bisschen zu über... also, zu stark, dieser Angriff für den. Der hat noch 9 Hitpoints. Das kriegst du doch hin. Merit, bitte. Einmal nicht daneben hauen. 65, wow. Anführer Boskill, was heißt das? Dein Anführer hat einen harten Mistkerl getötet und ist jetzt selbst ein harter Mistkerl und der Held deines Teams. Ach, du kriegst so einen temporären Bonus, das ist schön. Wir haben noch 2, die sich auf Arek eingeschossen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht sollte man die einfach mal lassen. Oder Arek kann das dagegen tun. Ihr seht in den Kommentaren, dass im späteren Spielverlauf die Flammenwerfer gar nicht mehr so gut sind, weil sie halt schwach sind eigentlich. Was für mich dafür spricht, jetzt es so zu machen, dass man beide damit trifft. Wobei er ist knapp außerhalb, das ist schlecht. Du brauchst 4 Punkte, um einmal zu schießen. Was ist das hier? Todesstrahl. Ah, dann machst du einfach mehr Schaden. Ah, der eine ist leider knapp außerhalb deiner Reichweite. Aber wenn du jetzt gehst, einen Schritt vorgehst, na komm, Sophie, mach das nicht. Mach einfach so. Oh. Das hat ja doch viel gebracht. Und dann baller den weg. Der brennt, richtig? Kriegt der Brennschaden, bevor er dran ist, dann müsste er tot sein, wenn das so wäre. Merit, du hast 2 Punkte. Dahin. Und Adrian nimmt seine Punkte mit rüber. Ich glaube, die können ihn nicht treffen. Der ist zu weit hinten. Außerdem haben sie davon ganz andere Probleme. Bliebe noch Marshall Kwon. Der versuchen könnte zu schießen, aber ich glaube, von da aus könntest du schießen. Ah. Da steht dann frei. Guten Präzisionsschuss könnten wir machen. Aber macht er so viel Schaden? Er macht nicht genug Schaden, um den auszuschalten, den Typen da hinten. Winkel wäre auch noch dran. Dann wagen wir es mal. Birne. Ach, du hast immer noch diese eine Waffe, stimmt. So, Dringiel, du könntest, wenn du mein Held bist, irgendwo hingehen, von wo aus du nur einmal schießen kannst. 37%.
Hier wird's leer. Du kannst eh nur einmal schießen. Du hast keine Rüstung, das muss ich bedenken. Um zu schießen, brauchst du ein einziges Mal 4 AP. 7 hin, plus 4 sind 11, hast noch einen übrig, kannst du um die Ecke gehen. Oder kannst gleich um die Ecke gehen. Geh neben Merit. Der erhöht dir ja die Trefferchance. Wahrscheinlich ist das der Punkt, warum du da besser treffen kannst. 60%. Na dann. Gut. So. Verteidigen. Wir haben gar keinen Schaden davon getragen. Na gut, Arik, aber da ist er auch verbunden worden. Okay, sehr schön. Wir haben 2 Level-Ups und zwar bei Kvon und bei Adrian schon wieder. Die machen wir noch, dann ist die Episode zu Ende. Du bekommst... Kannst du einen Vorteil aussuchen, ist richtig. Bei dir ist wichtig, dass du hinterhältigen Scheiß und Arschkriecher weiter steigerst. Weil, vor allen Dingen Arschkriecher. Jo. Mach mal den Arschkriecher. Und das da hebe ich mir auf. Attributsmäßig Charisma wäre dann bei dir wahrscheinlich unterstützend. Wobei Koordination natürlich auch immer gut ist. Koordination. Und Vorteile. Abgeerdet wäre nicht schlecht. Was ist das hier? Erdhörnchenjäger. Kleine Erdhörnchen bleiben gern in ihren Löchern, aber das macht es dir nur leichter, sie zu erlegen. Gegner haben plus 25% weniger Deckungsvorteil, wenn sie angegriffen werden. Zerreißt einen Gegner mit doppelt so viel Maschinengewehrkugeln. Bin ich nicht davon überzeugt. Nee, mach du mal Panzerung abgehärtet. Genau. Und dann gehen wir zum nächsten. Das ist Adrian. Der kriegt einen Vorteil auch, ja. Aber erstmal die Fertigkeiten. Wir haben 3 Punkte. Wir könnten Scharfschützengewehre, harter Hund oder Nerdkram weiter ausbauen. Oder verrückte Wissenschaft. Verrückte Wissenschaft brauchen wir gerade gar nicht, sagt meine Liste. Harter Hund haben wir bisher immer gebraucht. Könnten wir vielleicht auch jetzt brauchen. Nerdkram. Kosten 2. Da wir mit harter Hund 5 relativ gut bedient sind, gebe ich einen Punkt tatsächlich auf Nerdkram und einen auf verrückte Wissenschaft. Attributsmäßig haben wir hier 2, 4, 6, 7. Das spricht dafür, dir hier den 8. Punkt zu geben. Also Intelligenz. Genau. Und von den Vorteilen her. Ich habe dir das hier gegeben. Achso, Ziel markiert habe ich ja gleich gemacht. Stimmt, ich habe dir noch nie ein Ziel markieren lassen. Ei! Schön, dass man es mir sagt. Zielaufhebung. Nebeneffekte der Aufhebung. Alle Piepöne werden dauerhaft durch Pfeiftöne ersetzt. Von euch gehackte Roboter werden jetzt von anderen Gegnern angegriffen. Oh, oder? Gehackte Roboter geben jede Runde einen Stromschuss ab, der Gegner der Nähe Energieschaden zufügt. Ich gebe dir das meisterhafte Präzisionsvorteil-Ding hier. Genau. Wie sieht's bei dir aus grundsätzlich? Merit hat es auch nicht mehr weit bis zum Level-Up. Adrian hat gerade. Kvon hat gerade. Dringil ist so bei 2/3. Arik auch so bei, na, eher so bei 55%. Und Lucia kann auch bald aufsteigen, genau. Und ob Lucia aufsteigen kann und was jetzt alles so Schönes rumliegt, sehen wir gemeinsam im nächsten Teil. Bis dahin!